Willkommen zu einem weiteren Teil meiner Bücherregal-Tour. Jetzt geht es um den unteren Teil meines mittleren hohen Regals. Und ja, wir fangen gleich an in eine Abteilung High Fantasy, würde ich mal einfach sagen. Wir sind hier noch im englischsprachigen Bereich unterwegs, aber viele der Bücher und Reihen, die ihr hier seht, gibt es auch auf Deutsch. Angefangen mit dieser Reihe, und zwar The Poppy War von R.F. Kuang. Und den zweiten Band, The Dragon Republic. Dann gibt es noch einen dritten Band, also es ist insgesamt eine Trilogie. Das Ganze gibt es auch auf Deutsch. Im Zeichen der Mondblume heißt, glaube ich, der erste Band. Ja, noch habe ich die Reihe leider nicht gelesen, also es ist noch auf meinem Sub. Aber es soll halt so eine High-Fantasy-Saga im asiatischen Bereich sein. Und das finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Ich fand halt die englischen Cover so schön mit diesen Tuschezeichnungen. Deswegen wollte ich die unbedingt haben. Sind mittlerweile nicht mehr so einfach zu bekommen. Aber ja, da fehlt mir noch eine dritte Wand. Dann haben wir eine weitere High-Fantasy-Reihe, und zwar von Greg Keyes. The Kingdom of Thorn and Bone. Okay, so hieß die. Genau, davon habe ich damals nur den ersten Band gelesen, Briar King. Fand den aber sehr, sehr gut und hatte mir dann irgendwie zu irgendwelchen Weihnachten und Geburtstagen die anderen beiden Bände gewünscht. Habe sie aber nie gelesen. Das sind tatsächlich zwei Subleichen von mir. Und ich glaube, es gibt noch einen vierten Band. Was mir auch erst später aufgefallen ist, also damals war mir wahrscheinlich egal, aber das sind halt nicht die gleichen Ausgaben. Also der mittlere ist irgendwie eine andere Ausgabe als die anderen beiden. Und die Cover-Design sieht halt unterschiedlich aus. Hat mich aber nicht gestört, würde mich aber heute tatsächlich stören. Und dann haben wir hier eine weitere Reihe, die auch schon echt lang auf meinem Sub liegt. Und zwar ist das die Rain Wild Chronicles von Robin Hobb. Das sind allerdings nur die ersten drei Bände, insgesamt gibt es vier Bände. Ich habe mir damals, als ich die ganze erste Weizsäherei noch gar nicht gelesen hatte, mir die schon zugelegt. Ja, aber mittlerweile tatsächlich bin ich jetzt da angekommen, wo man diese Reihe liest, zeitlich in dieser ganzen Welt. Und lese bzw. höre als Hörbuch The Dragon Keeper, den ersten Band, auf Deutsch. Das ist tatsächlich auch die einzige Reihe, glaube ich, aus dieser Welt, die noch nicht komplett auf Deutsch erschienen ist. Es sind nur die ersten beiden Bände erschienen bisher. Aber Band 2 und Band 3 ist angekündigt. Und ja, ich gehe davon aus, dass die erscheinen werden, weil dann ist diese ganze Weitseher-Welt auch komplett im Deutschen erschienen. Und ja, das ist jetzt die Reihe, die man lesen sollte, nachdem man die erste Weitseher-Trilogie, die Live Traders-Trilogie und die zweite Weitseher-Trilogie gelesen hat. Und hier baut das vor allen Dingen auf der Welt der Live-Ship-Traders auf. Und die sollte man auf jeden Fall vorher gelesen haben. So, ja. Und weil ich jetzt nicht die Lust habe, alle Bücher nochmal rauszurupfen von Robin Hobb, ich habe da auch nochmal ein extra Video gemacht, einfach wie man, in welcher Reihenfolge man diese Saga lesen soll. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen, wenn ihr da noch mehr Details zu haben möchtet. Vor allen Dingen, was jetzt die deutschen und so angeht, das ist nicht so easy. Aber jetzt einfach mal zum Überblick. Also hier unten, die drei Bände sind die original Weitseherei, also Assassin's Apprentice, Royal Assassin, Assassin's Quest. Damit sollte man auch die ganze Welt starten, also diese ganze Reihe. Und danach sind auch gleich hier oben die Lightship Traders dran. Ship of Magic, The Mad Ship und Ship of Destiny. Die gibt es alle auf Deutsch in verschiedenen Auflagen von verschiedenen Verlagen. Ich glaube, die aktuelle Version gibt es bei den Live-Ship-Traders nur als E-Book und als Hörbuch. Ich glaube, die sind nicht nochmal als Taschenbuch nochmal neu aufgelegt worden. Da gibt es halt ältere Varianten von, aber die anderen Reihen sind auch nochmal neu als Taschenbücher erschienen. Und dann haben wir nämlich auch gleich hier die zweite Weitseher-Saga hier oben mit Fool's Errand, The Golden Fool und Fool's Fate. Die habe ich
im letzten Jahr 2021 gelesen und fand die einfach großartig, durchgängig 5 Sterne. Ja, das ist tatsächlich eine Welt, wo jede Reihe irgendwie besser wird als die vorhergegangene. Dann haben wir hier noch diesen kleinen Zusatzband, Willful Princess and the Peabold Prince. Was fand ich ganz gut, wenn man den liest vor Food's Errand. Weil da nochmal auf die Geschichte der Gescheckten im Weitseher-Geschlecht sozusagen, ja, da nochmal zwei Sagen sozusagen erzählt werden, die damit zu tun haben und auf die auch Bezug genommen wird. Deswegen kann ich auf jeden Fall empfehlen zu lesen, fand ich auch gar nicht schlecht. Und dann haben wir hier das Hardcover, das habe ich noch nicht ganz so lange. Das ist der erste Band der dritten Weitseher-Trilogie. Das wäre dann die, die ich nach den Rainwild Chronicles lesen würde. Ich hoffe, dass ich da dieses Jahr noch zu komme. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und das ist Fitz and the Fool, heißt die ganze Trilogie. Ja, wie man an den Titeln erkennen kann, überall, wo es mit Assassinen und Fool zu tun hat, geht es halt meistens um Fitz und den Narren, also Fool. Genau, also da wird es wahrscheinlich dann in der dritten Trilogie auch drum gehen. Die gab es auch in dieser sehr, sehr schönen Hardcover-Aufmachung. Ja, es gibt einfach von der Reihe auch schon. Die ist halt schon teilweise echt ein bisschen älter. Und da gibt es halt auch im Englischen schon diverse Ausgaben. Ich fand diese Taschenbuchausgaben halt sehr schön, weil die haben das Cover-Design wie diese neuen Hardcover. Aber die sind halt vom Cover her sehr empfindlich. Also deswegen werde ich sie auch in der Ausgabe nie lesen. Ich habe die ja eigentlich alle als Hörbücher gehört, im Deutschen sogar. Und das kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Deswegen brauche ich die jetzt da nicht anpacken. Aber schön aussehen tun sie. Also, da habe ich noch beinahe vergessen, hier unten könnt ihr noch eine Trilogie von Tully Canavan sehen, und zwar so mit Magician's Guild, The Novice und The High Lord. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die nochmal hieß komplett, aber das ist auf jeden Fall auch erste Trilogie in einer, ja, Welt, die schon mehrere Trilogien beinhaltet. Und das war halt auch wieder eine Reihe, wo A, also die ist schon echt etwas älter für High Fantasy, die Autorin weiblich ist und auch die Hauptprotagonistin weiblich ist, was echt nicht so oft vorkommt. Ich meine, Robin Hobb ist auch weiblich, aber der Hauptprotagonist Fitz ist halt trotzdem männlich. Das war früher eigentlich immer so Standard, also die meisten High Fantasy Reihen vor den 2000ern hatten männliche Protagonisten und waren auch tatsächlich auf männliche Jugendliche sozusagen zugeschnitten. Deswegen war das eigentlich schon wieder was Besonderes von Tully Canavan und hat mir damals sehr, sehr gut gefallen, kann ich auch immer weiterempfehlen. Und dann haben wir auch eine weitere Trilogie, und zwar die Severin Stone Trilogie von Margaret Weis und Tracy Hickman. Das ist ein Autorenduo, was ich sehr, sehr gern mag. Und zwar haben die Dragonlance-Reihe geschrieben. Also große Teile davon, vor allen Dingen auch die ursprünglichen Trilogien. Und das ist aber eine unabhängige Reihe von der, aber es geht tatsächlich auch um eine High-Fantasy-Welt. Die habe ich tatsächlich noch nicht gelesen und scheue mich auch ein bisschen davor, weil die hat tatsächlich nicht so gute Bewertungen gekriegt. Aber da ich die Autoren so gerne mochte, habe ich die trotzdem gesammelt und ja, mal gucken, ob ich die nochmal irgendwann lesen werde oder nicht. Die ist tatsächlich aber auch auf Deutsch erschienen. Genauso übrigens wie die Tully Canavan. Also die einzige Reihe, wo ich mir nicht sicher bin, ist eigentlich die Briar King-Reihe, ob die auf Deutsch erschienen ist, weil das habe ich jetzt irgendwie nicht mehr so verfolgt in den letzten Jahren. Aber die anderen Reihen tatsächlich alle auf Deutsch erschienen. So, und dann kommen wir zum nächsten Regalbrett in meiner Englischabteilung. Das ist auch wieder sehr viel Englisch. Zum einen haben wir hier sozusagen meine Percy Jackson Rick Riordan Sammlung. Ja, und noch ein paar andere Jugendbuch- oder Kinderbuchreihen daneben. Ja, dann fangen wir mal mit der ersten Reihe an, mit der auch ja, diese ganze Welt eigentlich startet, und zwar mit der Percy Jackson and the Olympians Reihe.
bestehend aus diesen fünf Bänden: The Lightning Sheaf, Sea of Monsters, The Titans, Curse, The Battle of Labyrinth and The Last Olympian. Ja, habe ich damals gelesen und geliebt. Ich meine, es ist eine Weile her, aber ich war halt schon erwachsen, also ich war jetzt kein Kind mehr. Aber sie ist, trotzdem es für Jüngere gedacht war, weil Percy ist da auch noch nicht so alt, 11, 12 oder sowas, war es trotzdem sehr, sehr unterhaltsam, sehr spannend. Und was Rickriorn eigentlich bis heute sehr, sehr gut macht, ist halt diese griechische Mythologie darin aufarbeiten und sehr, ja, verständlich, aber auch detailliert darzustellen. Ja, das, dementsprechend gibt es zu dieser ganzen Percy Jackson-Reihe auch diverse, ja, Zusatzbände. Jetzt habe ich mal hier drei Stück mit Kurzgeschichten drin und so kleinen Gimmicks wie Rätseln und Bildern und Charakterkarten und keine Ahnung was. Ja, die gehören auch tatsächlich alle zu der Percy Jackson-Reihe. Da muss man ein bisschen gucken, weil es gibt mittlerweile auch Zusatzbände zu seinen anderen Reihen, also dass man da nicht durcheinander kommt. Und dann haben wir hier zwei Schätze. Und zwar einmal Percy Jacksons Greek Gods und Percy Jacksons Greek Heroes. Die gibt es auch auf Deutsch, allerdings im normalen Format. Und hier sind die halt, ja, in einem sehr großen Format. Und was ich da besonders schön finde, ist halt, die sind sehr reichhaltig illustriert und auch sehr schön illustriert. Und es geht tatsächlich um ja, kurze Einblicke in die Götter der griechischen Götter und die griechischen Helden, so ein bisschen aus der Sicht von Percy geschrieben, also wahrscheinlich auch ein bisschen lustig. Ich habe es tatsächlich beide immer noch nicht gelesen, aber The Greek Gods ist auf jeden Fall auf meiner Leseliste für das Jahr 2022. Dann eine weitere Reihe von Rickriorn sind die The Kane Chronicles. Das ist eine Trilogie, die auch schon ein bisschen älter ist, wo es um die ägyptischen Götter geht und auch mein Geschwisterpaar ist halt in Ägypten einige Abenteuer erlebt. Das soll nicht die beste Reihe von ihm sein. Ich habe es aber noch nicht gelesen, kann also noch nicht so wirklich viel zu sagen, aber ja, das wäre jetzt die nächste Reihe, die ich lesen müsste und wollen würde. Auch die gibt es aber komplett auf Deutsch. Und dann kommen wir zu der Heroes of the Olympus Reihe. Das ist eigentlich die Fortsetzung der Percy Jackson Reihe, weil es geht hier auch wieder um Percy, aber nicht nur. Und es geht hier auch eigentlich um die römischen Gottheiten. Die sind zwar dem Griechischen sehr ähnlich, weil die haben halt voneinander kopiert. Aber ja, die haben halt teilweise andere Namen und haben auch andere Halbblüter sozusagen hervorgebracht. Die Reihe habe ich komplett gelesen. Was ich sehr gut fand, ist, dass die Protagonisten ein bisschen älter sind. Also die sind so 15, 16, so um den Dreh oder 17. Und wir kriegen halt noch viel mehr Charaktere als jetzt die ursprüngliche Gruppe, um Percy zu sehen. Mir selber waren die teilweise dann etwas zu langatmig zum Ende hin, weil dann gab es immer so das gleiche Schema. Es kam immer wieder ein Monster und es wurde bekämpft. Und dann ging die Reise weiter und dann kam das nächste Monster, es wurde bekämpft und die Reise weiter und so weiter. Ja, nichtsdestotrotz ist es immer noch eine sehr gute Reihe. Ich habe die auch alle gelesen. Beim vierten Band fehlt mir leider der Schutzumschlag, deswegen nicht so spannend. So, hier haben wir eine weitere Trilogie von Rickriorn, und zwar die Magnus Chase-Reihe und sogar das Asgard. Das Band 1, 2, 3, 2 ist halt so eine Schuba-Ausgabe. Ja, da geht es tatsächlich um nordische Gottheiten, also Thor etc. Dürfte auch jeden Begriff sein. Auch hier fand ich das wieder sehr gut recherchiert mit den Göttern, auch sehr, ja, schön und verständlich dargestellt. Und ich fand Magnus eigentlich ganz knuffig als Protagonisten, der ist tatsächlich auch schon ein bisschen älter und hat auch ein bisschen anderen Charakter als Percy. Und was hier auch sehr schön, ja, untergebracht wurde, sind halt verschiedenste Charaktere von wegen Religion, ethnischer Herkunft, sexueller Orientierung. Also da hat Rickriorn, ja, dem Stand der Zeit entsprechende Charaktere erfunden und das fand ich sehr, sehr gut. Und ist auch nicht so aufdringlich, sondern fließt halt sehr gut in die Geschichte ein.
Das kann ich definitiv empfehlen. Gerade auch wenn es halt für Jugendliche ist, dass sie halt auch ja, ein bisschen weiteres Spektrum an Helden sozusagen gezeigt bekommen als nur die Starthelden. Und ganz rechts habe ich noch den ersten Band der Trials of Apollo-Reihe. Das ist nur der erste Band, mehr habe ich davon noch nicht, habe ich auch noch nicht gelesen. Und die Magnus Chase-Reihe habe ich komplett gelesen, aber die Apollo-Reihe noch gar nicht. Da gibt es, glaube ich, mittlerweile 5 Bücher. Und ich glaube, die sind ja jetzt auch alle auf Deutsch erschienen. Die Magnus Chase-Reihe übrigens auch. Also Rick Riordan ist wirklich ja fast komplett irgendwie im Deutschen erschienen. Also da kriegt man echt alles. Und in der Apollo-Reihe soll es halt um Apollo gehen, den Gott. Also es geht wieder mehr um griechische Götter, die der ja auf die Erde geschickt wird als sterblicher Jugendlicher und da klarkommen muss. Ich würde sagen, von der Atmosphäre und vom Hauptcharakter her geht es wahrscheinlich eher wieder in die Percy Jackson-Richtung. Und da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf, aber ich muss erstmal die Kane-Chroniken lesen. Und dann haben wir hier eine ja, High-Fantasy-Reihe, die mehr so in Young Adult-Richtung geht. Und zwar Poison Study, Magic Study und Fire Study von Maria V. Snyder. Das ist auch schon mal eine etwas ältere Reihe, die es aber tatsächlich damals auch auf Deutsch gab. Ich weiß jetzt nicht, wie gut man die jetzt noch bekommen kann, aber hier müsste man nach Selena bla 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 irgendwas gucken. Also das war auf jeden Fall irgendwie der Titel der Reihe. Ja, das ist auch wieder tatsächlich ja, die Auftakt-Trilogie einer etwas längeren Reihe. Soweit ich weiß, gibt es auf jeden Fall noch eine Fortsetzung davon, was auch wieder eine Trilogie ist. Also Maria V. Snyder hat in der Welt auch weitergeschrieben. Ich habe den ersten Band vor Jahren gelesen, also Jahren, Jahren. Da haben wir dann irgendwann halt die nächsten beiden Bände besorgt und ist halt nie gereadet. Aber das wäre tatsächlich für 2020 wieder ein Projekt, wo ich sagen würde, da könnte ich da nochmal einen Blick reinwerfen. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob es mir jetzt noch wirklich so gefällt wie damals. Und da ging es aber so um eine Protagonistin, die war ja eine Vorkosterin des Herrschers und deshalb diese ganze Preußen-Geschichte. Hat mir damals sehr gut gefallen. So, dann eine Reihe, die leider noch nicht abgeschlossen ist, und zwar die Nevermore-Reihe von Jessica Townsend. Mit Nevermore, den ersten Band Wundersmith, den zweiten Tolopox, den dritten. Ja, das ist halt eine Jugendbuchreihe, die ich sehr faszinierend fand. Es geht halt ja um eine magische Welt. Also unsere Protagonistin hat es halt nicht leicht im Leben und ja, gilt als verfluchtes Kind und soll eigentlich tatsächlich umgebracht werden. Wird dann aber in eine Welt, nämlich Nevermore, sozusagen entführt bzw. gerettet. Und ja, da möchte sie halt auf eine Zauberschule gehen und muss im ersten Band halt so eine Art Aufnahmeprüfung bestehen. Und sie wohnt halt bei ihren, ja, Retter sozusagen in einem riesigen Hotel mit den verschiedensten Charakteren, was auch immer sehr lustig ist, und den so, ach, so magischen Räumen und überhaupt, ist ja eine magische Welt. Hatte das Ganze so ein bisschen von der Atmosphäre und von dem Flair einen schon an Harry Potter erinnert, fand ich. Die Geschichte jetzt weniger, also auch wenn es um eine Zauberschule geht. Da freue ich mich auf jeden Fall schon auf weitere Bände. Also es ist mit dem dritten Mal noch nicht abgeschlossen. Die Reihe ist auch komplett auf Deutsch erschienen. Und ja, könnt ihr auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Ich fand Musikcover im Deutschen auch sehr, sehr schön, aber hier fand ich halt die Cover unter den Covern. So sehen die Bücher unter den Covern aus. Also sie sind wirklich, wirklich wunderschön. Und sie haben so ein bisschen Gold- und Silbersprenkel. Die Bücher sind natürlich extrem schwer zu kriegen gewesen, schon als ich sie mir geholt habe. Jetzt wahrscheinlich noch mehr. Und ja, da hänge ich halt sehr dran. Und als letztes haben wir noch eine Trilogie von Scott Westerfeld. Das ist eine Steampunk-Reihe für jüngere Jugendliche, die auch wunderschöne Illustrationen beinhaltet. Genau, da geht es um ja, ein Mädchen und einen Jungen, ja, die in einer Welt leben, die quasi nach dem Ersten Weltkrieg gewesen wäre, wenn der Erste Weltkrieg halt irgendwie noch, ja, noch, also, ja, also wenn er noch stattfinden würde. Also es geht um Zeppeline, es geht um ja, so Steampunk-Elemente,
Ja, war schon irgendwie eine spannende Geschichte. Ich kriege die aber jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so ganz zusammen, weil ich die Reihe vor Jahren gelesen habe. Aber sie hat mir damals sehr, sehr gut gefallen. Ich kann sie definitiv weiterempfehlen. Es gibt die auch auf Deutsch, aber ich weiß auch nicht, wie gut man da noch an die Bände drankommt. Da müssen wir mal schauen. Aber meistens, also E-Books oder Taschenbücher gibt es ja meistens noch. Auch wenn es die Hardcover jetzt nicht mehr gibt. Hat mir auf jeden Fall sehr, sehr gut gefallen. So, jetzt haben wir nochmal das letzte Regalbrett, also ignoriert ein bisschen Staub. Das ist halt nicht mehr komplett mit Büchern gefüllt, aber hier seht ihr mal so einen kleinen Ausblick an, ja, allen etwas größeren Büchern, die ich hier gesammelt habe. Zum einen das Lexikon der Fantasy-Literatur. Die schönsten Kinderlieder und Kinderreime, dann so ein paar. Ja, Grundkurs, Kalligrafie und solche Sachen und die Graphic Novels von Walter Mörs, die übrigens wunderschön sind. Die haben hier auch ihren Platz gefunden. Illuminati, die illustrierte Ausgabe dahinter und Allgemeinbildung und Werke der Weltliteratur. Da habe ich auch schon ein paar Mal reingeguckt. Das fand ich gar nicht schlecht. Dann haben wir noch so ein paar. Ja, Sachbücher, Malbücher und ein paar Artbooks. Ja, und das war tatsächlich der zweite Teil dieses Regals. Und ich würde sagen, wir starten beim nächsten Mal mit dem großen Mini-Regal. Das wird auf jeden Fall ein Act. Kann ich jetzt schon mal sagen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und dann sage ich mal Tschüss, bis zum nächsten Video.